Hi, wir sind Sarah und Nick. Wir sind seit 15 Jahren zusammen und seit 4 Jahren sogar verheiratet. Und uns ist das passiert, was in jeder zweiten Partnerschaft passiert, nämlich ein Betrug. Ich bin fremdgegangen. Vor 8 Jahren flog der Betrug auf. Für mich war das wie ein Erdbeben. Zu diesem Zeitpunkt sollte es sich herausstellen, ob die Beziehung weiter existiert oder zu Ende ist. Doch wir haben beschlossen, zusammen zu bleiben und wir wollten von nun an die Dinge anders machen als vorher. Wir wollten quasi die Krise nutzen, um unsere Beziehung neu zu denken und von nun an noch mehr über unsere Bedürfnisse zu reden und uns noch besser kennenzulernen. In sehr tiefen Gesprächen und intimen Briefen öffneten wir uns erst einander und später unsere Beziehung für andere. Heute lieben wir mehrere Menschen mit Körper und mit Herz. Unsere Liebe und unsere Sexualität leben wir im vollsten Vertrauen und mit ganz, ganz viel Freiheit, extrem viel Energie und ganz viel Spaß. Und jetzt seid ihr dran. Was für ein Beziehungsmodell lebt ihr? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare.